Wassermann, Zeit für euer Reading. Auch für euch habe ich eine Botschaft, allerdings ein bisschen merkwürdig. Und zwar ist es so, ich habe beim Vorschaffeln einfach nur eine Szene gesehen und das war Ryan Gosling, für diejenigen, die nicht wissen, wer das ist. Das ist der männliche Hauptakteur im letzten Barbie-Film. Ich habe ihn gesehen, wie er quasi weggeht und es gibt, ich glaube auf Instagram ist das, gibt so ein Reel von so einer Szene, wo er quasi irgendwie geht und dann nur so macht, ja, der, also er wirft quasi Küsschen und winkt und geht. So, es kann also sehr gut sein, dass ihr etwas hinter euch lasst, jeglicher Form, ob es beruflich ist, romantischer Natur, das können Glaubenssätze sein, wir haben das dritte Chakra, Erzengel Chamuel und Change in the Winds. Also Leute, es kann sehr gut sein, dass ihr hier eine Herzensangelegenheit hinter euch lasst. Ja, oder aber im Gegenzug euch auf etwas zubewegt, was eine Herzensangelegenheit für euch ist. Ja, wir haben Karte Nummer 37, das ist 10, das ist immer ein Ende und auch ein Neuanfang. Es könnte für einige von euch auch sein, dass ihr einfach gemerkt habt, dass ihr euch in Situationen oder mit Personen in Situationen befindet, die einfach nicht für euch sind. Ja, wo ihr merkt, das ist vielleicht oberflächlich oder es gibt euch nicht das, wonach ihr eigentlich auf der Suche seid. Irgendwie sowas. Ohne Glaubwürdigkeit erfährt man keinen Respekt. Fordere viel von dir selbst, aber wenig von anderen. A change in the wind. Karte Nummer 12 und das hier ist auch Karte Nummer 12. Ja, das hat, sowas ähnliches hatte ich gerade schon mal bei Zwillinge, dass da zwei Karten mit der gleichen Nummer aufeinander gefallen sind. Also kann es sehr gut sein, dass einige von euch für ihre Glaubwürdigkeit lernen, Dinge nicht nur zu sagen, sondern auch zu tun. Ja, das ist das Typische. Wer mir hier länger folgt, der weiß, ich führe dieses Beispiel immer wieder an, ob hier in privaten Readings, in meinem Privatleben. Ich sage immer, Frauen, hört auf zu labern. Ja, Frauen, wenn die unzufrieden sind in einer Beziehung, auch ich habe früher dazu gehört und ich kann euch ganz klar sagen, es führt euch nirgendwo hin, außer dass ihr Stress empfindet, euer Nervensystem außer Balance bringt und Falten und graue Haare bekommt, okay? Was anderes bringt euch das nicht. Es ist so dieses, okay, ich bin unzufrieden in der Situation, aber anstatt das einfach einmal klar zu machen, von mir aus auch zweimal und beim dritten Mal zu sagen, hey, okay, das macht mich traurig, dass hier keine Veränderung stattfindet, aber es tut mir nicht gut, deswegen drehe ich mich um und gehe. Labern Frauen, die labern nicht nur einmal, zweimal, die labern teilweise in 10-jährigen Beziehungen 10 Jahre lang. Ja, anstatt da wirklich rauszugehen, die bleiben 10 Jahre in einer Beziehung und labern jeden Tag dasselbe, obwohl keine Veränderung stattfindet und haben dann immer noch die Nerven zu sagen, ja, vielleicht, wenn ich es nochmal anspreche, Bro! Du hast es schon 15 Mal angesprochen. Wenn wir früher im Klassenunterricht saßen und der Lehrer hat zweimal zu uns gesagt, bitte hört auf zu quatschen, hat der noch 15 Mal weitergeredet? Nee, da hat er gesagt, ab vor die Tür mit dir, tschüss, nachsitzen, was weiß ich, raus, Auszeit. 5 Minuten, Time out, okay? Also Leute, einige von euch könnten hier wirklich an ihrer Integrität arbeiten, zu sagen, hey, pass auf, das macht mich traurig oder es ist nicht das, was ich eigentlich möchte, aber ich wähle mich. Also auf der Rückseite des Decks haben wir die 4 der Stäbe. Es könnte also eine Bindung sein, kann aber auch beruflich sein. Es kann auch sein, dass ihr dreimal bei eurem Chef gesagt habt, hey, das ist mir zu viel Arbeitspensum oder das und das und das stellt mich unzufrieden. Und der Chef sagt, ja, passiert nichts. Und ihr sagt hier, ciao Kakao, hier ist meine Kündigung. Ja, die Mäßigkeit 6 der Schwerter und dann die Welt dahinter mit dem Rad des Schicksals und dem Wagen. Ja, also ich sehe hier, dass jemand hier mit Geduld und ich denke wahrscheinlich auch Empathie oder Sympathie an eine Situation rangegangen ist, das vielleicht irgendwie versucht hat, gerade zu biegen, dass das aber nicht klappt und dass deswegen jemand hier einen Zyklus hinter sich lässt. Und damit aber das Rad des Schicksals wieder anstößt, denn dann könnt ihr mit dem Wagen euer Ziel verfolgen. Ja? Wie auch immer das aussieht, was ihr da hinter euch lasst, das kann wirklich sein, dass ihr euch tatsächlich auch eine Situation löst. Das könnte auch sein, dass ihr gemerkt habt, okay, wie ich gerade gesagt habe, ich habe die letzten 15 Monate immer gesagt, das und das passt mir nicht, da ist nichts passiert und dann habe ich gemerkt, okay, ich wende jetzt eine andere Taktik an oder ich höre jetzt einfach auf zu reden, das wäre auch ein anderer Zyklus oder ein Zyklus beenden und einen neuen beginnen. Ja, wie auch immer das für euch zutrifft. Lasst uns gucken, was rauskommt. Oh Leute, ich bin eine echte Frostbeule. Ne? Wir haben fast Ende Mai und ich habe das Gefühl, ich möchte mir einen Schal anziehen. Vielleicht liegt es aber auch wieder an meinen nassen Haaren, wie meine Oma Malu sagen würde. Kind, da musst du dich auch nicht wundern, wenn du deine Haare wieder nass hast. Deine Kopfhaut. Das ist, wie sagt ihr immer?
Wie sagt ihr immer? Nicht in Schweiß getränkt, sondern triefend nass. So. So, ihr habt aber ähnliche Karten wie Team Zwillinge. Leute, einige von euch könnten mit einem anderen Luftzeichen zu tun haben. Oder ihr habt zum Beispiel, was weiß ich, Wassermann Sonne, Zwillinge Aszendent oder Zwillinge Venus oder irgendwie sowas, ja. Weil wir haben 9 der Stäbe, 7 der Stäbe und die 2 der Kelche. Ja, jemand hier hat hier wirklich Resilienz gezeigt. Jemand war willig, hier eine Situation immer wieder nochmal anzugehen, immer nochmal nach außen zu tragen, zu sagen, hey, das passt mir nicht, ja, in Vergangenheit. Das kann mit dieser Person sein, das kann aber auch mit ganz vielen, das muss nicht die eine Person sein. Das kann sein, dass ihr jetzt gemerkt habt, dass ihr in den letzten, von mir aus, was weiß ich, 3 romantischen Situationen immer wieder dasselbe Muster an den Tag gelegt habt und jetzt erst so richtig rallt, halt, stopp, das funktioniert so nicht, ja. 7 der Stäbe, jemand hier vertritt seinen Standpunkt, jemand bleibt auf seinem Prinzip stehen. Ich habe das Gefühl, dass das hier mit dieser Glaubwürdigkeitskarte zu tun hat und sagt no more, ja. Jemand hier sagt, ey, ich habe keine Lust mehr, ich möchte nicht mehr, nein, einfach. Und entweder, wie ich eben gesagt habe, einige lösen sich und haben Veränderungen innerhalb einer Beziehung und das führt hier zu einer Heilung. Oder aber ihr seid Anti-Beziehung oder ihr seid Anti die Person, mit der ihr zu tun habt. Dass ihr sagt, hey, da ist eine Anziehungskraft, ich dachte, du bist die und die Person, aber ich merke, du bist sie doch nicht. Und deswegen gehe ich jetzt hier mit 7 der Stäbe auf Abwehr. Ja, 7 ist auch eine Zahl des Wandels. Venus in Krebs, Schütze haben wir hier. Also ganz, ganz viel Feuer und Wasser. Ja, Leute, die Welt auf der Rückseite des Decks, das ist Wassermann, Skorpion. Wassermann, Skorpion, Stier und Löwe Energie, ja. Für einige von euch kann es auch sein, dass ihr euch das erste Mal, bevor ich hier weiter schaffe, was ich hier noch sehe, dass ihr euch das erste Mal wirklich von einer verletzlichen Seite zeigt. Ja, also ich würde jetzt sagen, Wassermann-Menschen sind nicht so die Menschen, die sich verletzlich zeigen. Das kann innerhalb einer Beziehung passieren, aber bis Wassermann-Menschen da wirklich aufmachen und sich hinter die Karten oder hinter die Gardine gucken lassen, da muss man sich schon beweisen. Ja, und es kann sein, dass ihr hier vielleicht das erste Mal sagt, okay, weißt du was, ich zeige mich einfach verletzlich und sage wirklich, hier, das tut mir weh oder das tut mir nicht gut, ohne dass sich jemand irgendwie bewiesen hat, weil ich habe verstanden, Schwäche zu zeigen ist eigentlich eine Stärke. Ja, zu sagen, hier, das verletzt mich, das ist Integrität. Ja, nicht auf cool zu machen und zu sagen, das kann mir gar nichts, irgendwer was, weil ich bin eigentlich ein Transformers-Roboter und kein Mensch, sondern zu sagen so, hey, am Ende des Tages, okay, das läuft nicht so, wie ich es gerne hätte, aber das verletzt mich, das tut mir weh und ich habe auf sowas keine Lust mehr und deswegen drehe ich mich um und gehe. Ja, und wo ich hier rumpf, Leute, der Stern. Wassermann-Energie, wo ich das sage, das ist Bestätigung. Also nochmal. 9 der Stäbe. Erklärt mit König der Münzen. 9 der Stäbe, Mond in Schütze. Mit der Königin der Schwerter. Ich sage es. 8 der Kelch auf der Rückseite des Decks. Jemand hat hier ganz klar kommuniziert, was geht und was nicht geht. Jemand hat gesagt, hey, ich bin bereit, hier eine Situation nochmal anzugehen oder in Heilung zu bringen, aber hier ist meine, ne, hier ist das, was ich mir vorstelle und entweder wir machen das so oder gar nicht. My way or the highway. Könnte sein, dass hier jemand, dass ihr mit jemandem zu tun habt, der vielleicht viel Geld verdient oder in einer führenden Position ist oder der zumindest danach aussieht, ja, weil 2 der Kelche ist für mich nichts, was irgendwie jetzt schon, keine Ahnung, 23 Jahre am Start ist. 2 der Kelche ist nicht dasselbe wie die Liebenden, ja, viele Leute lesen das ähnlich wie die Liebenden, aber es ist letztendlich eine kleine Arcana-Karte und eine kleine Arcana-Karte hat nie so viel Gewicht wie eine große Arcana-Karte, ja. 2 der Kelche ist eine Karte von Instant-Anziehungskraft von 2 Menschen, die sich in irgendeiner Form sehr angezogen fühlen, aber Anziehung ist einfach halt auch nur Anziehung. Ja, das ist ein Gefühl und wie ihr wisst, ich sage immer, Gefühle kommen und gehen.
Ach, der Kelch auf der Rückseite. Ach, der Kelch mit drei der Schwerter. Jemand hier löst sich aus einer Situation, wohl wissend, dass das Herzschmerz mit sich bringen kann. Bube der Kelche und vier der Kelche dahinter mit vier der Schwertern. Es kann sehr gut sein, dass hier noch mal jemand auf euch zukommt. Wen auch immer ihr hier hinter euch lasst, die Person kann sehr gut noch mal, oder es kann sehr gut sein, dass die Person noch mal auf euch zukommt und sagt: Hier, Wassermann, lass uns doch vertragen, lass uns doch wieder Heilung in die Situation bringen. Aber ich glaube nicht, dass ihr darauf Lust habt, weil ihr seht, dass euch das Kummer und Sorgen bringt. Weil, wie gesagt, was auch immer hier passiert ist, jemand hier hat das schon einmal klar gemacht, verbal. Sieben der Stäbe, die Herrscherin auf dem Kopf mit fünf der Stäbe und dem Bube der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Jemand hier löst sich aus einer Situation beziehungsweise bäumt sich auf gegen jede Situation, die Konflikt anstatt die mehr in die Konfliktenergie rein spielt, anstatt in die Selbstliebe-Energie. Ja, man kann mit jemandem sein, der genau so ist. Ihr sagt immer wieder, hey, das passt mir nicht oder das gibt mir ein Kackgefühl und die Person sagt, alles klar, habe ich vernommen und ändert trotzdem nichts. Ja, was dann eben dazu führen würde, dass ihr innerlich oder innerhalb der Dynamik 5 der Stäbe erfahrt und die Herrscherin auf dem Kopf. Oder man kann in einer Dynamik sein, wo man ganz klar sagen kann, hey, das passt mir nicht. Und man merkt, man wird gehört. Man merkt, dass das Gegenüber nimmt das ernst, ja, macht sich darüber Gedanken. Und ihr hört nicht nur von der Person, ja, alles klar, habe ich vernommen, sondern ihr seht auch verändertes Verhalten, weil der Person euer Wohlergehen auch am Herzen liegt, ja, weil die Person nicht mit euch ist aus Ego-Gründen, sondern aus Seelenverbindungsgründen, ja. Leute, das ist eine ganz große Sache. Ich hatte es jetzt im Privatkreis, habe ich es auch nochmal besprochen. Ja, ihr müsst euch Leute suchen, die euch hören. Die euch hören und die euch wirklich auch ernst nehmen. Weil die meisten Menschen wissen gar nicht, wie es sich anfühlt, von einem Mann gehört und auch angenommen und ernst genommen zu werden. Ja, wenn ich zu meiner Person sage, ey, das und das und das passt mir nicht, oder ich habe das Gefühl, das so und so, dann werde ich ernst genommen. Dann wird mir, dann sagt mir diese Person, hey, danke, dass du das mit mir teilst. Ich habe das reflektiert und du hast vielleicht recht. Hier und da hätte ich mich anders verhalten können. Oder hier und da habe ich mich so und so verhalten. Das hat aber nichts mit dir zu tun, sondern mit meinen eigenen Shortcomings, ja, mit meinen eigenen Glaubenssätzen oder mit dem, was ich gerade in mir verspüre oder, ja. Ich werde da nicht abgewiesen und sage, nee, also da spinnst du jetzt wieder, bist du wieder verrückt, übertreibst wieder deine Lage, bist du unsicher? Warum bist du jetzt so unsicher? Ja, das ist Kappes, Quatsch mit Soße. Jemand hier macht die Augen zu vor Angeboten, die einfach in Kinderenergie sind. Ja, also oder Teenie-Energie, in Energie, die nicht ernst zu nehmen ist, weil sie schnell wieder verpufft. Zwei der Kelche erklärt mit Acht der Schwerter und dann hat sich die Acht der Stäbekarte hier gedreht mit dem Stern auf der Rückseite des Decks. Da seid ihr. Acht der Schwerter und Acht der Stäbe. Ich ziehe mir dazu jetzt noch eine Karte. Kann sein, dass hier jemand versucht, jemanden in der Situation zu halten mit schönen Worten. Wahrscheinlich bezogen auf das, was ihr eben gesagt habt, was ihr euch wünscht, wie ihr in Zukunft gerne sein wollt oder wer ihr sein wollt. Einige von euch haben vielleicht gesagt, hey, ich date nicht, um die nächsten 2 Wochen rumzukriegen, sondern ich date, um wirklich ernsthaft jemanden kennenzulernen, weil ich hätte gerne mal eine ernsthafte Beziehung oder ich will meine Mama sein oder. Und dann wird die Person auf euch zukommen. Ich habe eben von einer Entschuldigung gesprochen oder euch ein Angebot zu machen. Und diese Person wird euch genau diese Dinge sagen. Aber es wird kein verändertes Verhalten damit einhergehen. Also, für einige von euch ist es so, dass ihr wählt und sagt, hey, ich wähle mich. Ich wähle mein Herz, ja, und das, was meinem Herzen gut tut. Andere von euch werden sich davon wieder belullen lassen und werden wieder in eine Warteposition kommen, in der sie dann darauf warten, dass diese Person sich endlich ändert. Was aber hier im Verborgenen ist für diejenigen, die so agieren, ist, dass ihr an diesen Punkt nicht kommen werdet, weil euch jemand scammt. Ja, wir haben hier den Mond, die 10 der Schwerter, Bube der Schwerter, 7 der Schwerter und dann die 7 der Schwerter gucken zu den 10 der Münzen. Das heißt, jemand nimmt sich nur das, was er braucht von euch, und zwar indem er ganz viel
bla 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 und mentale Manipulation an den Tag legt. Ja, wir haben hier drei Schwerterkarten. Und auch nicht drei tolle Schwerterkarten, sondern drei Schwerterkarten, wo es um Lästereien oder um Auskundschaften geht, um Backstabbing, um Lügen, um Betrügen und um darum, strategisch vorzugehen und sich das zu nehmen von der Situation, was man nur braucht. Ja, und das ist genau das, wovon ihr hier versucht, in den Fokuskarten wegzukommen und am Anfang vom Reading. Und ich habe das Gefühl, es ist so eine 50-50-Sache. Ja? 50% hier checken das und sagen, hey, you do you, Bubu, aber ich bin raus. Und andere von euch, die checken das zwar unterbewusst vielleicht oder ihr checkt es jetzt gerade in diesem Moment, ihr wollt es aber trotzdem nicht hören und werdet euch Excuses, Entschuldigungen und Ausreden für euch selber suchen, warum eure Person sich so verhält und wird sagen, oh, ich kann das aber manifestieren oder ich weiß, es funktioniert oder der braucht nur noch 15 Jahre und deswegen warte ich. Und dann habt ihr noch 15 Jahre verschwendet und heult dann und sagt dann zu eurer besten Freundin heulend und trotzend am Telefon, ich habe meine ganzen letzten guten Jahre verschwendet, dafür, dass er mich jetzt hier doch sitzen lässt. Seid nicht dumm, Freunde, seid nicht dumm. Die meisten Männer wählen sich selber, okay, in erster Linie, obwohl sie in einer Beziehung mit einer Frau sind, okay, während die Frauen alles wählen außer sich selber. Wie ist dieses Buch? Act like a lady, aber think like a man. Genau das zählt auch darunter, okay? Verhalte dich wie eine Frau, denke wie ein Mann. Heißt also, stell nicht alles und jeden über dich, weil wenn du da hinguckst, was Männer tun, dann werdet ihr sehen, Männer löschen ihre Side-Bitches, die sie so im Handy und auf Instagram und was weiß ich, wo Tinder, Minder, wie das alles heißt, haben, am Tag, wenn sie vorm Altar stehen. Und oft nicht mal dann, okay? Auch dafür bin ich euer lebendes Beispiel. Was ich von verlobten oder verheirateten Männern schon für Nachrichten bekommen habe, ist wirklich... Leute, ich wollte die Frau nicht sein, okay? Also Leute, wie immer, liked, abonniert, teilt, kommentiert. Wer gerne ein privates Reading haben möchte, ihr findet alles dazu in der Infobox. Da findet ihr meine Instagram-Accounts, meine Website und den Conscious Club. Und ansonsten sehen wir uns, wenn wir uns sehen. Bye, bye.